Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Secret d'affaires, wie ein Heu am Text definiert, als geht immens weit. Das quasi alles, was ein Entreprise, ein Entrepreneur sich erdenkt, ermengt, schützen zu wollen. Auf der einen Seite haben wir schon zwei Dispositionen, die genau das sollen protegieren und die immer probieren, eine Balance zwischen Öffentlichkeit am Nutzen für die Allgemeinheit zu schaffen, an aber ein legitimes Geschäftsinteresse von einer Entreprise zu schützen. Das ist einmal Copyright, was also Droit d'auteur, die generell Kreationen protegieren, darin fallen unter anderem Logiziellen. Und auf der anderen Seite haben wir Patentrecht. Beide Rechte haben ein Auflaufdatum. Ein Auflaufdatum, das sieht, wann die Entreprise bis x Jahre davon profitiert hat, da fällt die Invention der Allgemeinheit zu gut. Das ist ein Prinzip, den dem schon am Statute of Anne angefordert wird. Copyright, genauso wie Patentrecht, und zu allen Zeitpunkten immer zeitliche Limiten für eine Invention an den Schutz von dieser vorgesehen. Dass man auch heute beim Secret d'affaires das unlimitiert machen, also am Mengen an ein krasses Ungleichgewicht zwischen den Anträgen auf der einen Seite von einer Entreprise und den Anträgen von der Allgemeinheit auf der anderen Seite vier von Neuigkeiten, Inventionen können zu profitieren. Der Kollege Baum hat gesagt, wir sehen heute die Schaffung von einem neuen zweiten Weg vom Patentrecht. Ein Weg, wo ich nicht mehr muss öffentlich sagen, dass er etwas erfunden hat, für ihn zu schützen, aber wo ich nicht kann, verstoppen. Es kann ihn also sagen, ich habe etwas, was vielleicht besser wäre für die Umwelt, oder ich habe etwas, was besser wäre für die Allgemeinheit, aber ich verrate keinem etwas davon, weil ich am Moment noch genug Geld mache mit den Alternativen. Aber genau da liegt ein Haus am Pfeffer. Genau da hat nämlich Patentrecht zu allen Zeitpunkten immer gesagt, für das Allgemeinheit kann profitieren, muss sehen, für unter dem Patentrecht geschützt zu sein, das veröffentlichen. Muss sehen, beschreiben, wie die Invention funktioniert. Muss sehen, den Leuten da draußen eine Chance geben, nur im Auflauf von der Protektion genau das können umzusetzen. Darüber schwätzen wir nicht mehr. Wir sagen hier, das ist unlimitiert, es gibt keine Öffentlichkeit, es wird zugesperrt. Das ist etwas, was ihn an den Tresor lädt und nicht mehr auspickt. Ich freue mich, und das ist natürlich erste und dritte von der Direktive, wie lo in Transposition geknappt, für wen heute der Schwach gemacht hat, für eben gerade die Unendlichkeit, die Illimitation anzufeiern, wo auf anderen Feldern immer die Balance gesicht hat. Also den Druck von Lobbyisten gewischt, die lieber wollen, dass Coca-Cola-Rezept weiterhin am Tresor liegt, oder als es einfach durch Unwissenheit geschieht, wie historisch die zwei Droits à la propriété intellectuelle evoluiert haben. Vielleicht ist es doch eine Mischung von beiden. Fakt ist, wir haben heute über das Gesetz aufzustimmen, was unlimitiert Protektion von Secret d'affaires vorgesehen, wo es durchgeht, dass ich so ein, das ist Secret d'affaires für das protegiert das. All die Effekte, die das kann, ob Pressefreiheit, ob Whistleblower haben, sie thematisiert gehen und schon akute Bauch, wenn man dem Projekt hat. Das ist ein Direktiv, dementsprechend muss man sowieso transposieren. Wir Piraten werden sich bei diesem Projekt enthalten, weil wir haben ganz, ganz große Bauchweh, wann es darum geht, was hier mit den Rechten für Pressefreiheit, für Whistleblower, aber eben auch von der Balance von den einzelnen Interessen, von einer Entreprise an der Allgemeinheit auf der anderen Seite. So, merci. Merci vielmals, cher Clement.